is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Warum noch Gnadenzeit? Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Mir wurde gezeigt, dass wir als Volk in der Gefahr stehen, uns eher der Welt anzupassen, als dem Bild Christi ähnlich zu werden. Wir stehen nun buchstäblich an der Grenze zur ewigen Welt, aber der Feind aller Seelen möchte uns dahin führen, den Abschluss der Gnadenzeit weit von uns zu schieben. Satan wird in jeder denkbaren Weise die angreifen, die bekennen, das Gebot haltende Volk Gottes zu sein und auf die Wiederkunft unseres Erlöses zu warten, wenn er in den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit erscheinen wird. Satan wird möglichst viele dazu bewegen, den bösen Tag aus dem Blickfeld zu verlieren und im Denken wie die Welt zu werden, indem sie ihre Sitten nachahmen. Sie erschrak, als ich sah, wie der Geist der Welt die Herzen und das Gemüt vieler beherrscht, die sich zur Wahrheit bekennen. Wenn wir daran denken, wie kurz die Zeit ist, dann sollten wir als Volk wachen und beten. Wir dürfen uns auf keinen Fall von der ernsten Aufgabe der Vorbereitung auf das große bevorstehende Ereignis ablenken lassen. Weil die Zeit sich anscheinend hinausgezögert hat, sind viele bezüglich ihrer Worte und Taten sorglos und gleichgültig geworden. Sie erkennen nicht, in welcher Gefahr sie leben. Sie begreifen die Barmherzigkeit Gottes nicht, der ihre Gnadenzeit verlängert hat, damit sie noch Zeit haben, Charaktere für das zukünftige, ewige Leben zu entwickeln. Jeder Augenblick ist unendlich kostbar. Ihnen wird Zeit eingeräumt, nicht damit sie ihrer eigenen Bequemlichkeit dienen und sich auf der Erde häufig niederlassen, sondern damit sie sie nutzen, um jeden Fehler in ihren Charakteren zu überwinden. Und durch ihr Vorbild und ihren persönlichen Einsatz sollen sie anderen zur Einsicht verhelfen, wie schön Heiligkeit ist. Gott hat ein Volk auf Erden, das im Glauben und in geheiligter Hoffnung den Ablauf der sich schnell erfüllenden Prophezeiungen verfolgt. Menschen, die danach streben, ihre Seelen zu reinigen, indem sie der Wahrheit gehorchen, damit sie nicht ohne Hochzeitskleid angetroffen werden, wenn Christus erscheint. Das sollte jeden wahren Nachfolger Christi zum Eifer und zum Handeln anregen. The Lord is coming.